Hallöchen zunächst den Mund vorstellen und heute haben wir hier mal was richtig Schönes, Feines. Und zwar ein Fan-Favorit 800-900 in der Version 1.0.1. Eine nette Kiste hier eigentlich, muss man sagen. Also da, ja, passt eigentlich alles, würde ich sagen. Ja. Standard-Sachen sind wir hier bei 165 PS, 370 Liter Sprit und 50 km/h. So. Das ist schon mal das erste davon. Dann gucken wir mal, was wir noch machen können. Hier die Reifen. Hier können wir einstellen mit Trelleborg-Reifen, Michelin, Mitas, BKT und wieder Trelleborg. Trelleborg mit Standard, mit Radgewichten, Breitreifen, Breitreifen mit Gewichten, Pflegebereifung, Zinksbereifung hinten und vorne, Standard. Mit Michelin, mit Standard, mit Breitreifen, Breitreifen mit Gewichten, Standard. Mitas haben wir nur die Sido-Monster, die breiteren hier. Und dann haben wir hier noch die BKT mit Breitreifen und Standard Spezial Breitreifen. Trelleborg-Reifen wieder. Kohlflügel können wir hinten vergrößern, je nachdem, wie ihr die Reifen eingestellt habt. Ne? Könnt ihr extra breit oder nur breit, also mit ja oder halt gar keine. Kohlflügel vorne hin und weg machen könnt ihr hier noch. Licht könnt ihr auswählen mit Halogen. Oder LED-Strahler. Ja, man sieht es außen, die Lämpchen hier praktisch, die ändern sich beim Umstellen. Was kann man noch machen? Wir können hier den Sitz, einen alten Sitz oder jetzt einen neuen Sitz machen. Dann sieht er halt so aus, der alte, der ist der dann so aussehen. Baujahr können wir auswählen. Dann kommen hier noch was dazu, ein Logo kommt dazu hier. Und halt, stopp, das war hier. Und man kann, na, ihr seht hier das Logo. Das können wir machen. Und ja. Aufkleber können wir auch noch hinmachen. Die sind dann hier unten dann. Zum Beispiel die Baywa, Agravis oder keinen. Rundumleuchten könnt ihr auch hinmachen, wenn ihr es wollt. Halogen, LED-Blitz oder keine. Anhängerkupplung, na, das Gewicht da vorne. Oder eine Fronthydraulik. Könnt ihr auch hinmachen hier. Frontlader könnt ihr auch hinmachen in Form von Quieke, Hauer oder MP Lift. Und bei Motorausführung könnt ihr auswählen unter 816 LS Turbo Shift. Könnt ihr dann auch mal mit 185 PS auswählen, 205 PS, 245 PS. Oder die 165 PS. Die Hauptfarbe könnt ihr hier auch noch einstellen, wie ihr es wollt. Da habt ihr dann ein paar Möglichkeiten hier auf jeden Fall, wie ihr es dann haben wollt. Die Designfarbe trifft den Auspuff hier, entweder Silber oder halt in Schwarz. Felgenfarbe könnt ihr den ganzen Farben noch auswählen. Da habt ihr auch noch ein paar Möglichkeiten. Und das Kennzeichen könnt ihr natürlich auch vorne und hinten hin machen. Sprich hier und da oben. Genau. So, gehen wir mal rein. Hier drin, das ist er, so sieht er aus. Ist schon ein ziemliches, ja, großes Teil, ne? Sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Ne? Ja. Würde ich mal sagen, hüpfen wir rein und dann wird es interessant hier drin, nämlich beim Reinhüpfen geht das Lenkrad runter, klappt runter. Ja, lass mal den Motor an. Da oben ist der Auspuffer ziemlich gut animiert. Ne? Das passt schön, das sieht gut aus. So, jetzt können wir folgende Sachen einstellen. Wenn der Motor läuft, können wir mit STRG links und A zum Beispiel die Dachluke komplett aufmachen. Oder komplett schließen. Mit B können wir die Dachluke nur ein bisschen öffnen und wieder schließen. Was die Lenkradkonsole war, da bin ich noch nicht ganz durchgestiegen, was das heißen soll. Ich finde mal, das Lenkrad klappbar oder nicht klappbar, gehe ich mal davon aus, aber das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht rausgefunden. Fenster links ist dann das nächste auf der Liste. Da könnt ihr hier praktisch das Fenster, na, man sieht es jetzt ein bisschen schlecht, man muss mal so hier das kleine Fenster hinten praktisch, um das geht es nämlich, könnt ihr hier praktisch, ob das war das Falsche, D, könnt ihr hier, das, ihr müsst es eigentlich sehen, na, es geht ein bisschen raus und rein. Das könnt ihr dann auch mit der anderen Seite machen. Da könnt ihr dann aber auch auf und zu machen, wie ihr es wollt.
Dann könnt ihr praktisch mit SRG und G könnt ihr hier die Türe öffnen. Na? Dann haben wir die Möglichkeit, hier die ganze Sache auch noch auf der Türe auf der anderen Seite zu machen. Ne? Dann geht die andere Türe auf. Und dann haben wir die Rundumleuchten. Können wir praktisch umklappen und hochklappen. Fenster hinten könnt ihr öffnen. Und Fenster vorne könnt ihr mit STRG und Z öffnen. Ne? So, was mir jetzt auch gerade aufgefallen ist, was mir vorher gerade aufgefallen ist, wenn wir die Türen öffnen. Ne? Also zum Beispiel jetzt hier diese Türe hier. Geht da oben ein Licht an und zwar sieht fast aus, als wäre es ein LED-Licht. Ne? Also die hier und auf der Fahrerseite genau das gleiche. Auf der Beifahrerseite können wir das genau das gleiche praktisch auch. Ne? Oben auch ein Licht an, Licht aus. Ist auch schon eine feine Sache. Ja, das war's hier eigentlich auch schon. Da würde ich sagen, klippen wir das mal weg. Fahren wir mal kurz rüber. Ihr seht auch hier der Fuß. Der eine funktioniert auf jeden Fall mal. Wir gucken gleich mal, ob der zweite auch noch funktioniert. Gucken wir gleich mal Fronthydraulik, wie das aussieht hier. Das ist jetzt relativ klein jetzt hier. Da dürfte eigentlich fast zu klein sein. Obwohl. Ja. Funktioniert auf jeden Fall. Lenkrad. Ja, der andere linke Fuß bleibt stehen, wie es aussieht. Also das funktioniert hier auf jeden Fall auch. Okay, sehr schön. Fahren wir mal kurz zurück. So, das tut natürlich auch. Alle Kabel sind eingestöpselt, das funktioniert. Belastungszahl funktioniert auch. Sehr schön. Fahren wir ein paar Meter. Spiegel tun übrigens auch. Gucken wir mal, wie es aussieht, wenn er hier lenkt. Ihr seht, der Sitz, der geht mit. Es ist auch Sound verbaut. Sitz geht, wie gesagt, mit. Also 52 läuft er. Da gibt es keinerlei Probleme. Feine Sache. Ja. Ist schon ein brachiales Teil. Muss man schon sagen. So, jetzt gehen wir mal noch kurz in die Nacht rein. Gucken wir uns die ganzen Lampen hier an. Ne? Also einmal Licht haben wir hier. Ne? Dann haben wir hier die Lichter. Mit Kennzeichenbeleuchtung natürlich auch. Dann haben wir hier die LED-Lichter. Ihr seht, das ist schon ein anderes Licht hier. Zweimal Licht, dreimal Licht. Dann haben wir hier vorne auch die LEDs nochmal. Und da oben viermal Licht wieder alles aus. Und dann kann man noch, Moment kurz, dann kann man noch mal ein bisschen an den Lampen rumspielen. Gucken wir mal, Taste F, okay, das haben wir ja. Numpack 5, ne? Könnt ihr hier noch was einstellen. Das funktioniert auch, Arbeitslicht. Und mit Numpack 6 könnt ihr praktisch das Arbeitslicht hinten anschalten. Ne? Das funktioniert auch. Und mit STRG F könnt ihr oben noch die Lampen hier aktivieren, das geht auch. Sehr schön. Blinker, ja, funktioniert die eine Seite, die andere Seite tut auch, hier tut es auch und die Warnblinker funktionieren auch. Dazu haben wir dann noch die Rundumleuchten, na, das ist jetzt der LED-Blitz sozusagen, hier oben die und da vorne blinkelt dann auch was. Sehr schön. Ja, das funktioniert also auch gut. Wie sieht die Sache jetzt innen drin aus? Gucken wir mal rein mit Licht. Na, ich habe hier da vorne die Beleuchtung drin im Display, das funktioniert. Hier ist keine Beleuchtung. Jetzt können wir ja mal noch kurz die Türen aufmachen. Dann seht ihr hier, dann ist die Seite beleuchtet, wenn die Tür offen ist. Na? Und auf der anderen Seite, na, das war jetzt das nicht. Na, wenn es hier an oh, die Tür aufgeht, ist hier der Teil beleuchtet. Also von dem her sehr schön. Türe zu, wieder alles zu. Wir haben jetzt hier die Beleuchtung hier drin ist nicht so arg. Da ist hier gar nichts beleuchtet. Hier oben ist auch nichts beleuchtet. Wenn der Blinker tut, man sieht es im Display, sieht man es jetzt nicht, dass es blinkt. Ne? Okay. Ja, machen wir das mal wieder alles aus. Das geht genau, das ganze Geblinke hier. Gehen wir wieder in den Tag rein.
Und wenn ihr ihn haben wollt, wie immer, Link ist unten in der Videobeschreibung. Ihr seht auch hier, er hat wohl keinen Fehler. Na, Modgröße kann ich euch auch noch kurz sagen. Das habe ich nicht vorher wahrscheinlich vergessen. Das wäre dann 48 Megabyte. Und wie gesagt, Link ist unten in der Videobeschreibung drin. Da könnt ihr ihn runterladen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit ihm. Und bis zum nächsten Mal. Bis denne, macht's gut und ciao.